Hallo Leute, Mensch. Heute spielen wir Gariomolf Toadstool Tour. Das spielt man übrigens mit Prinzessin Toadstool. Hallo, warum heute wird Dr. Yoshi gewinnen. Spiel ich gut in Mario Golf. Ich habe Toadstool schon lange nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob ich noch gut bin. Du bist gut, glaub mir. Wir sind Star oder ohne? Nicht mit Star. Ich weiß nicht, was Star ist. Damit schlagen die weiter, aber sind kacke. Das ist mir eigentlich egal. Lass ohne Star spielen. Na gut. Fucking Shadow Mario, warum kann man mit ihm hier spielen? Das ist, warum gibt es Pink Gold Peach? Ich nehme Luigi. Luigi. So, aber spielen wir Stroke Play? Machen wir einfach eine normale Runde. Oder ein Match. Okay. Dann wahrscheinlich Stroke Play als normale Runde. Stroke Play? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ich muss erstmal das Spiel bei mir leiser machen. Stroke Play ist, wir spielen beide den Kurs normal, wer eine weniger Punkte hat, hat gewonnen. Und Match Play ist, gegeneinander, wer ein Loch gewinnt, bekommt einen Punkt und wer am Ende die meisten Löcher hat, gewinnt. Ja, dann machen wir Stroke Play. Für den ersten Kurs. Welchen wollen wir spielen? Ja. Gehen wir einfach alle durch. Okay, lass dann auch andere Modi pro Kurs spielen. Ja. Wir nehmen mal die Fronties, weil die sind einfacher. Genau. Da weiß ich auch, was das bedeutet, zum Glück. Ihr auch? Gut. Warum bin ich der Einzige, der sich mit Golf aus... Ah! Weil du ein Nerd bist. Oh, das wird so ungewohnt, das zu spielen nach Super Rush. Gott, ich hab zu viel Delay. Dann mach den Puffer geringer. Mach ich. Vielleicht sollte ich auch einen Raum machen, damit du dich auf dein Streaming konzentrieren kannst. Na gut. Ah, wie funktioniert das nochmal? Super Topspin war richtig, ja, okay. Ja. Ah. Daran muss man sich das erstmal gewöhnen. Wieso haben wir 17 fucking Gegenwind? Ich weiß nicht, hast du den Wind eingestellt? Warte, wie kann man... Warum kann ich nicht taunten? Deswegen habe ich Luigi genommen. Ich weiß nicht, wie man taunten kann. Vielleicht geht das nur im Gegeneinander-Modus. Oh nein, dann machen wir das Falsche. Ich spiele ja Stroke-Play. Ich habe Luigi nur genommen, damit ich seinen Ton machen kann. Reicht dir nicht, dass der Luigi... Nein, das reicht mir nicht. Oh, es war ein sauberer Schlag. Das war zu feste. Oh oh. Okay, warte. Das ist ein... Wieso ist die Maßeinheit hier Fuß? Wer misst überhaupt in Füßen? Amerikaner. Nase sollte die Haupteinheit sein. Du versagst. Warum? So, dann lass mich mal schauen. Ich kenne übrigens die meisten Stages aus Toadstool Tour nicht, also... Ich kenne die meisten auch nicht mehr. Achso. Aber wir können nicht gut timen, das ist gerade das Problem. Obwohl ich keinen Delay habe tatsächlich. Was, willst du aufgeben? Nee, kann ich bei Regeln? Nein. Ich dachte, ich kann irgendwie die Dings auf Meta ändern, weil niemand rechnet mit Miles. Oh. Jetzt kann ich. Die kann man taunten. Ach so, das kann man nur, während du noch deine Einstellung da machst. Dann bin ich ja erleichtert. Hör auf! Ich weiß, dass ich Ridiculous lucke. Hä, Bunker. So, dann lass ich mal den Wind einschätzen. You look ridiculous. Mit dem D-Pad und mit dem C-Stick. Das war zu fester.
Oh. Wowzer. Wowzer. Ich bekomme nur ein paar hin. Okay, warte. I know. Das ist einfach die Standard-Yoshi-Sounds. Birdie! Luigi bringt mir Glück. Das ist leider wahr. Oh, ein paar drei. Oh, jetzt erstmal ein Hole-in-One. Und wieso machst du einen super Topspin? Ich wollte eigentlich einen normalen Topspin machen, aber dumm. Aber wobei, ist gar nicht mal so schlecht. 18 Miles per Hour. Hör auf damit! Gut. Miles per Hour ist nicht mal eine richtige Maßeinheit. Du bist keine richtige Maßeinheit. Ich weiß. Du Baum. Warte, doch bin ich. Ich bin eine Nase. So, mal gucken, wie du dich da wieder rausprügeln willst. Ja. Peinlich. Ich bin aufs Cringe gekommen. Alles gut. Das war zu feste. Oh. Josh, was ist los mit dir? Bist du nervös? Ich hab Delay. Wie, du hast... Das glaube ich dir nicht. Ah, yes. Das war das Feste. Das ist sehr deprimierend. Ist es. Wir sind 5 Punkte. Konnte man nicht... Ah, ja, tatsächlich. Ich habe Litream ersten Woche Power verwendet. War es 10 oder 18 Miles per Hour? Per Hour. Ja, 18. Siehst du den Strich nicht? Warum war der Wind so stark eingestellt? Na, no, was hast du gemacht? Wowzer! Oh fuck, da geht sowas von dem Bunker. Mm. Oh nein. Danke, Luigi. Ich weiß, dass ich Ridiculous looke. Du kannst mich nicht davor aufhalten. Was ich kann und was ich nicht kann, steht für dich zu Debatte. Kacke. Was soll ich das denn jetzt machen? Du musst den Ball anschneiden. Wie anschneiden? Beweg das Steuerkreuz. Da musst du den Stick in die Richtung halten. Wo du ihn beim Schlag. Das geht hier? Projection. Ja. Das ist quasi dasselbe wie der Spin in Mario Golf Super Rush, nur es wird dir hier angezeigt, was passiert. Glaube ich dir mal. Oh mein Gott. Das sind fortgeschrittene Taktiken. You look ridiculous. Birdie putt. Birdie putt. Warum sehe ich nicht, wo der Ball hingerollt? Ja, die Kamera. Kannst du sowieso nicht sehen. Mit deiner Nase. Okay. You look ridiculous. Okay, ich hol auf, ich hol auf. Langsam, aber sicher. Looking good. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Wir sind beide grün. So grün wie die grünen Wiesen. Erinnert mich damals an, als wir mal Mario Party gespielt haben und ich den Yoshi weggeschnappt habe, da hast du auch Luigi genommen. Weil es keine bessere Option gab. Meinst du Mario Party 3? Mario Party 3, ja. Bei den N64-Teilen ist es eh schwierig, weil ich dann normalerweise auch immer Yoshi spiele und es keine Alternativen gibt. Es gibt einen Affen. Aber der ist doof. Ich hasse Affen. Ab Mario Party 5 gibt es wenigstens Koopa Kid oder Boohoo. Und ab 7 Dry Bones. Und ab 8 Time Up Bro. Und ab 9 Cooper. Und ab 10 keine Ahnung, was da gibt. Ich hab gibt's wieder. Gibt's in Mario Party 10 nicht Spike? Warum? Ich meine.
Oder war er der Boss? Oder war er nur in Mario Party 9 ein Boss? Nein, ich bin mir ziemlich sicher, Spike spielbar ist in Mario Party 10. Und you look ridiculous. Du lookst ridiculous. Ich weiß nicht, wie viel Spaß Charles Martinet beim Einsprechen hatte, aber wahrscheinlich eine Menge. Oh, das war nix. Den Powerschlag hab ich gewastet. Nee, ist die Musik gut. Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu einem anderen Ableger auf einem neueren Nintendo-System. Ja, die Mario Golf World Tour Musik ist nicht wirklich gut. Hast recht. Das stimmt. Ich warte immer noch drauf, dass dieses dumme Spiel bei mir ankommt. Aber Amazon sagt, Lieferverzug. Ich bin von der Super Rush Musik aber eigentlich recht angetan. Die ist ziemlich gut. Ich finde sie... Ich habe nicht mal einen Super Backspin gedrückt. Nice par. R. Na gut. Ah, es ist sogar ein Birdie-Part noch. Ja. Yeah. Ich habe einen Schlag mehr gebraucht zum Grün. Okay, komm schon. Komm schon. Lugia. Wir haben es geschafft. Ja, du bist best. Ich brauch nur eine Runde zum Aufwärmen. Das ist alles. Das ist meine Aufwärmung. Natürlich. Verstehe ich. In Super Rush hast du auch jede Runde gewonnen nach der ersten. Da brauchtest das du deine Aufwärmrunde. Das stimmt gar nicht. Du hast viel mehr gewonnen als ich in Super Rush. Zumindest bei den normalen Golfkursen, bei wie heißt das? Diese Arena. Battle Golf. Da waren wir ziemlich gleich auf. Wow, der Regenbogen. Der rollt nicht weit genug, ne? Nee. Gott, in Super Rush rollen die Bälle so viel weiter, ich muss mich erst umgewöhnen. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich den Wind hier einschätzen kann. Mit Wissenschaft. Weil er in Miles per Hour gemessen wird. Und Miles per Hour ist schrecklich. Hey. Nein, ist das rough. Miles Tails Crower per Hour. Hm. Was? Oh. Warum geht der nicht rein? Sehr knapp. Deswegen bekomme ich einen Pinshot. Ich denke mir nur, so Pinshots habe ich auch in Isaac genug. Ja. Ich stelle vor, jemand würde für gegen Pin sterben. Ha! Ne, Josh! Ich bin nicht gegen Pin gestorben. Hast du Beweise, dass du es nicht getan hast? Hast du Beweise, dass ich es getan habe? Hast du Beweise dafür, dass du schlecht bist gerade? Ja. Ja. Das Scoreboard, das hat man gerade gesehen. Nee. Do you want some advice? Nice. Englischer Yoshi ganz ist krass. Yoshi is British confirmed. Aber warum ist er noch so weit weg? Das war ein guter Schlag, mein Freund. Ich hatte nicht die volle Pulle, da muss ich mit einem Topspin retten. Geht der rein? Ja. Nein. Birdie Putt. Okay, ich hab wieder nur 4 Punkte Unterschied. Es ist auch noch super ungewohnt, dass einem der Teppich nicht geschenkt wird. Ja, da wird er einem eigentlich immer geschenkt. Ja. Hör auf, ich weiß, dass ich ridiculous looke. Tough shot. Das wird doch ein netter Schlag. Wow,
dieses dumme Wowser, das mache ich die ganze Zeit aus Versehen, um die Katze zu skippen. Ich bekomme genau dann volle Pulle, wenn ich nicht volle Pulle will. Ey, ich hasse mein Leben. Josh, ach Josh. Ich bin der beste Mario-Golfer. Wo ist das Loch? Ach da. Ein bisschen zur Seite. Wenigstens gut getimed, aber das wäre zu lasch. Nein, passt. Das war schon fast zu fest. Bitte! Oh Gott. Ich hätte auf den Manuell mit Topspin gehen müssen. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist ein Ei auf seinem Ball. Das steht für Luma. Alter, nicht für Rosalina. Wer ist Rosalina? Nein. Und sie gehen im Regen immer fest. Ja, ich denke immer wegen Regen Aquaplaning, dann fliegt er weiter. Aquaplaning ist eine Lüge. Verstehst du? Von der Aquaplaning-Industrie. Die rausgesuchte Kamera hat mir kurz Angst gegeben. Bei welchem Loch sind wir jetzt eigentlich? 9. Wir sind weit gekommen. Oh, ich habe meinen perfekten Shot gemacht. Warum kann ich keinen Regenbogenschuss machen? Bei mir kommt nur so eine dumme, langweilige blaue Linie. Hä, hast du was gegen blaue Linien? Ja. Ich weiß. War eine rhetorische Frage. Manchmal machst du dich echt lächerlich. Ab in den Baum. Nein. Nein, ich habe nein gesagt. Egal, der liegt nicht mal scheiße. Doch. Also doch schon, aber nicht so scheiße. Doch. Das gefällt mir nicht. Der soll da nicht sein. Aber der kullert runter. Wie ein echter Ball. Es ist ein echter Ball. Vertrau mir. Ich cheate nicht. Nicht? Mm-mm. Ich hatte dann eher immer ein falsches Bild von dir. Autsch. Für wen hältst du mich? Für Siggi. Das ist allerdings ein guter Punkt. Wie sollst du sonst in Mario Party gewinnen? Mit Strategie. Es geht um deine Strategie. Oh nein, nicht um meine Strategie. Du traust dich einen Backspin zu machen? Ja. Oh nein. Wenn der reingegangen wäre, das der beste Schlag meines Lebens geworden. Niemand hätte es geklippt. Oh, ich liebe niemand, ist mein liebster Zug. Ah, das war viel zu fest. Na, passt. Frank. Ob der wohl reingeht? Krass. Fast. Warum geht deine dumme Discord-Notification nicht weg? So jetzt. Oder einfach als gelesen markieren oder so. Ja. Ich kenne mich mit Computern aus, keine Sorge. Echt? Wieso glaube ich dir nicht? Glaubst du mir nie? Du hältst dich für einen Betrüger. Das ist richtig. Mein Name ist gar nicht Stiggy, ich bin Dr. Yoshi. LPL. Ich wusste es. Das steht für Let's Play Luigi. Ich liebe Let's Play Luigi. Ich hätte auf den Super Backspin gehen sollen. Ich werde ihn niemals reinmachen. Das ist Gold, richtig. Mach mal einen Backspin noch. Achso. Nice Shot, fast im Bunker. Ja, den Wind habe ich falsch eingeschätzt. Oh.
Dass der reingeht, hat mich gewundert. Ja. Du musst auf den stärkeren Part umschalten, um den zu machen, sind wir ehrlich. Was? Das funktioniert. Hä? Ich meine, der ist auf volle Pulle eingestellt. Mit R und R kannst du so das Ding anpassen. Beim stärkeren Part. Geh auf den gelben, nicht auf den roten. Gott, wo bin ich? So ungefähr. Und dann noch etwas. Schade. Oh nein! Egal. Jetzt reinmäschen. Passt schon. Ich hab wieder einen aufgeholt. Oh nein. Das darf nicht sein. Ich weiß, dass ich Ridiculous looke. Das wird nie alt. Luigi ist fantastisch. Ich hab Backspin gedrückt. Kannst du gar nicht. Was ist überhaupt der Unterschied, wenn man nur A oder nur B drückt? Nice. Dann machst du einen Standardspin, das macht keinen Unterschied. Achso. Was? Nice Shot, ab in Bunker. Wo geht der denn hin? Nein, das kannst du mir jetzt nicht antun. Der geht nicht ins Loch. Oh, Hilfe. Ich glaub, du musst den. Kamera bitte nicht scheiße sein. Wow. Ich glaub, du musst halt mal nach unten gedrückt. Auf den D-Pad. Nö. Ich mach das auf meine Art. Oh, du bist auf dem Fringe. Cringe. So. Oh! Diese Kameraperspektive. Erste Feste. Verkack. Oh, du sollst doch verkacken. Was soll das denn? Ah, ich bekomme jetzt einen Bogey. Hey, ja. Wir gleichen actually aus. Oder? Nee, noch nicht. Nein. Noch nicht. Ah, nein. Sind noch so viele Löcher. Schaffe ich nicht. Ich brauche jetzt ein Hole in One. Bräuchte ich ja auch. Ich habe ein bisschen zu feste gespielt, das war mein Problem. Okay, pass auf, ich mach es so. Und dann Backspin. Oh, siehst du das? Hast du den Gamerschlag gesehen? Der war smooth. Der geht daneben. Na, oh. Okay. Luigi, Konzentration. Den Punkt brauchen wir. Konzentration. Nein. Auf, geh weg. Ach, ich sehe nur noch Nasen. Was für Nasen, Alter. Einfach konzentrieren, dann geht das. Scheiße. Nein. Du warst zu weit rechts. Er ist doch unentschieden, alles gut. Ich will kein Unentschieden. Ich auch nicht, ich will gewinnen. Nein, willst du nicht? Das ist richtig. Du liebst es, gegen mich zu verlieren. Das ist falsch. Okay, jetzt fliegt der Ball wieder dumm. Im Regen. Und dem Wind. Das ist eine Sache, an die ich mich nie gewöhnen kann. An den Wind? An den Regen. Nach den Regen. Nice
Der war ziemlich schlecht getimed. Aber der kommt noch ziemlich gut. Und deiner liegt richtig gut. Wow. Einfach mit dem Sand Wedge ausgerüstet. Nein. Dieser Toad da unten rechts sieht so cursed aus irgendwie. Er ist auch cursed. Meine Güte, die ganzen Mario Party Runden in letzter Zeit haben mir richtig Lust auf den neuen Teil gegeben. Ja. The fuck, was? Du hast in die falsche Richtung gehalten. Wie die falsche Richtung gehalten? Du hast... Pass auf. Du hast mit dem D-Pad nach links gedrückt. Nach rechts gedrückt, aber dann mit dem Stick nach links gehalten. Beim Schlag. Du hast genau das gemacht, was du nicht hättest machen sollen. Oh Gott, jetzt bin ich confused. Ich hab keine Ahnung. Mach den einfach weg. Du hast den Spin genau falsch rum gemacht. Ich will nicht drüber reden. Dass du nicht für den Backspin gehst, wundert mich. Oh. Nein, ich wollte auf den Sandbunker gehen. Ach so, sag das doch. Dass ich nicht auf den Backspin gehe, wundert mich. Hm. Hätte auf einen gehen sollen. Gott, wenn man B drückt, dann... wieder... gibt's eine Wiederholung. Ich hab nicht B gedrückt. Ich will noch eine Wiederholung sehen. Ich will noch eine Wiederholung sehen. Darf ich das nochmal sehen? Und nochmal? Ich will das nochmal sehen. Aber so eine tolle Cutscene. Können wir sie jetzt bitte für immer anschauen? Halt das ist so cool. Lass das! Das ist so ein meisterhafter Schlag. Oh mein Gott, guck diesen Schlag an. Ein Traum. Dim, 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 dim. Das ist die Feste. Du bist zu Feste. Das ist richtig. Ja, warum hat er keinen Backspin gemacht? Ich glaube, es ist fest genug. Ja. Oh. Das ist sogar ein Birdie! Wir bekommen hier einen Bogey! Nein, du bekommst ein Paar. Du bist gerade auf Paar. Nein, okay, jetzt kommt der Sechste. Hör dir die Musik an. So, ja, ist der Sechste. Ich hab nur die Zahl da gesehen, dachte mir 5? Ja, okay, wird ein Paar, aber das zählt ja noch nicht der Schlag jetzt. Ja, nur weil oben Paar steht, oder was? Ja komm, das ist ein gerader Schlag. Das nein, nicht ganz. Lasch. Wo war das bitte zu lasch? Es regnet. Oh Mann, du regnest, leck mich. Das ist richtig. Hey, guck mal, wer führt. Oh Gott. Dafür bekomme ich den Sandbunker-Bonus. Du wirst schon sehen. Guck dir an, wie schlecht dieser Schlag war. Ich glaube, ich habe B so gedrückt. Schlecht. Das war peinlich. Nein. Da, so. Oh, Yoshi, Alter, komm schon. Stress nicht. Ich finde super, dass die Superstars solche auch wieder sowas reinmachen. Wie Stempel was? Oder sowas hat man im Trailer gesehen, ich weiß ach nicht so, was da. Drin. Ja, da kann man Sticker versenden, wie ein Triforce Heroes. Ich liebe Triforce Heroes, ist mein Lieblingsspiel für den Nintendo DS. Wer liebt es nicht? Warte, hast du das Spiel eigentlich wirklich? Ich hab Triforce Heroes wirklich. Dann könnten wir es nämlich sogar streamen. Aber den Schlag habe ich verhunzt. Aber ich habe keine Capture Card für meinen Nintendo 5 DS. Dafür bin ich ja da. Ich meine, ich denke, es funktioniert über Citra. Ich meine. Nein, wir. Als ob wir Citra benutzen würden. Das ist ja mega, mega altbackend. Oh nein, das war. Okay, okay. Ich brauche einen Birdie. Oh, das ist. Nein, das ist. Du musst einfach nur ein bisschen fester machen. Aber es ist so hügelig. Es geht nach links. Hast du was gegen Hügel? Ja. Wusstest du, dass Hübi-Fans Hügel mit UE schreiben? Der war zu fest. Zu fest. Einfach nur zweimal A drücken. Ja, ich hab Angst. Oh, ich glaube, das war zu lasch. Nein. Nein. Nein.
Nennen wir es nicht. Hör auf. Wäre lustig gewesen. Ab in Bunker, Boys. Auf geht's, Jungs. Baum. Ja, Baum. Oh, schade, ich wollte in den Bunker. Jetzt komme ich davor. Der Baum sei mit dir. Warum freust du, dass ich in den Baum komme? Ich wollte in den Bunker spielen. Ja, weil du so ein Baumschüler bist. Was? Wieso? Was? Was? Warte. Oh, das ist ein sehr curvy Baum. Denk dran, nach links zu halten gleich. Du solltest noch ein bisschen weiter rüber wegen dem Wind. Weiter da oder weiter da? Wohin zeigt wohl der Wind, dass du dagegen ankommen kannst? Ja, also weiter. Na, leck. Halt die Schnauze. So, und jetzt nach links drücken, wenn ich schlage. Ja. Okay. Boah. Warum hast du so einen guten Schlag hinbekommen? Weil ich Luigi bin. Das ist peinlich. Nice shot. Immerhin aufs Fringe gekommen. Was? Du schlägst zu weit. Du solltest schwächeren Schläger nehmen. Die Kamera verwirrt mich. Ach so. Bisschen in diese Richtung. So sollte das gehen ungefähr. Ja, du hast nur vergessen, den Stick in die Richtung zu halten. Warum passt das so halbwegs? Ja, oh, nicht ist das ganz. Scheiße. Zu feste. 12 Füße entfernt. Das sind niemals 12 Füße. Feed ist eine dumme Maßeinheit. Nein! Pinshot! Der deutsche Name ist für beste Sache. Pin getroffen! Ach, du bekommst einen Bogey. Das ist belastend. Ich hasse Bogies. Du bekommst, keine Ahnung, ein paar. Ja. Damit bin ich nur noch einen im Vorsprung. Wie viele Löcher sind es noch? Wo Drei. Sind wir jetzt? Noch 16. 16, okay. 17 und 18. Ach du Heiliger. Das sieht sehr solide aus. Der Topspin war zu viel. Er macht jetzt genau andersrum. Klappt der Backspin ist über. Ich hätte es ohne machen sollen. Aber ich habe recht einen recht geraden Weg. Das freut mich für dich. Nice Birdie. Oh. Nettes Warum? Vögelchen. Nein, und ich schaffe wieder so einen dummen Abgrund. Abgrund. Yes! Gut gemacht. Birdie! Luigi ist ein super Charakter. Ah, okay. Nase nervt. Bannen. Ich will irgendwie zwischen die Bäume kommen. Sieht aus wie so ein Fußballtor. Ja. Yeah, Fußball. Ich liebe Fußball. Wir alle lieben Fußball. Was ist dein Lieblingsfußball? Soccer. Schon mal Rocket League gespielt? Tatsächlich nicht. Ich hab's mir damals gekauft, als es noch Geld gekostet hat.
Irgendwann wurde es dann Free-to-Play. Ich hasse Free-to-Play-Spiele, deswegen hasse ich Rocket League jetzt. Ich weiß nur, dass Rocket League der heiße Scheiß war, als ich in der 10. Klasse war. Kommt bei mir auch so ungefähr. Ich hatte das damals auf meinem uralten PC, der nicht, wo es wie Arsch lief und ich musste mit 30 FPS klarkommen. Wow. Ich hatte echt keinen guten PC damals. Ich hatte damals den gleichen PC wie heute. Nur halt mit einer Grafikkarte, die The Binding of Isaac nicht mehr flüssig abspielen liefen lassen hat. Was war das für ein Satz? Ich hätte auf dem Backspace. Nein, hätte ich nicht. Aber ich. B. Du hast B gedrückt diesmal. Ja, wegen dem Backspin noch dazu, weil ich, Fortnite. Das könnte was werden. Warum mach ich immer einen Topspin, wenn es sich gar nicht anbietet? Er ist ja bergauf gewesen, hätte sich vielleicht schon gelohnt. Bei denen hier musst du ganz leicht machen, dann könnt ihr sogar reingehen. Nice. Komm! Ja! Chippen! Nice Birdie! Birdie Putt! Nein, 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 kein Birdie Putt! Nein! Das muss drin! Yes! Ich sehe schon, wir sind jetzt unentschieden. Ja. Das heißt, das letzte Loch entscheidet alles. Ist das nicht schon das letzte Loch, ne? Nein, ja. Das war Hole 17, jetzt kommt Hole 18. Mit dem See. Das Loch meine ich. Okay. Du bekommst den perfekten Schuss. Das will ich hoffen. Was? Was? Warum war das gerade so runtergepitcht? Aber wenn es um perfekte Schläge geht, leg ich mal vor. Weil ich vor dir liege. Stehe. Nein, ich wollte einen Backspin machen. Oh Gott! Größter Fehler deines Lebens. Der springt nicht mal weit. So scheiße war das jetzt. Na, erstmal schauen. Der geht nicht hoch genug. Oh doch. Ist okay. Wenn ich jetzt nicht einloch, hast du noch eine Chance auf einen Unentschieden. Schade. Wow, wer hätte damit gerechnet? Das hast du mit Absicht gemacht. Ich hab nur. Natürlich hab ich den mit Absicht rein. Okay, ich habe mit einem Punkt gewonnen. Okay, jetzt Options. Was? Diese Options? Oh, wieso kann man nicht zwischen Feed und sowas unterscheiden? Ist doch egal. Okay. Kann ich auch Yoshi nehmen? Nein, schade. Ganz cool. Ich wollte rosa Yoshi nehmen. Warum hat er keine Hosen an? Das ist ja eklig. Wie Bowser. Okay, jetzt machen wir, Was ist diese Slot-Machine? Ida, wir bekommen nur drei Schläger, mit denen wir das Loch abschließen müssen. Können wir auch gleich mal machen. Jetzt nur eine Matchplay auf den Cheap Falls. Okay. Die Cheap Falls. Was? Nicht machen, einfach Landing Point. Okay. Stell nochmal. Ja, ich hab's gelassen. Simulation Line. Ja, bin ich tot. Das war seltsam. Okay, jetzt gewinnt immer derjenige, der ein Loch spielt, das Match. Oder ja. So. Das ist quasi Best of 18. Best of Dr. Yoshi und Sigi Streams. Davon gab's keins. Sad. Naja doch, mein Mario Party 3 Best of. Ja, aber das waren ja nicht nur wir beide. Oh, tut mir leid, dass du Marino und Airi hast.
Ich hasse die nicht, ich will nur bei den Fakten bleiben. Wusste die, dass Dr. Yoshi jeden hasst, außer mich? Sigi, das ist allgemein bekannt. Ich wollte es nur mal klarstellen. Oh, ein brennender Ball. Der ist on fire. Das haben brennende Bälle nun mal so an sich. Glaube ich nicht. Ich hätte auf keinen Topf drin gehen sollen. Das Chef geht viel zu weit. Oh nein. Was? Ich unterschätze das voll. Die Sache ist halt, in Super Rush ist das so viel stärker ausgeprägt. Ich muss mich erst noch hier ran wieder gewöhnen. Nein, ah Mann. Ja, ich komme mit den ganzen Spins nicht klar. Ich wollte. Super Backspin war doch eigentlich okay. Ich wollte aber den normalen Backspin machen. Der ist zweimal B, oder? Zu fester. Ja. Ja, den wirst du niemals reinbekommen. Warum? Okay. Das werde ich bereuen, das gesagt zu haben. Das will ich hoffen. Oh, es wäre sogar fast reingegangen. Okay, ich werde es nicht bereuen, das gesagt zu haben. Miss and lose! Okay, Spiel. War das eine Drohung? Ja. So. 9 mehr Medaillen, um zu gewinnen. Bowser kann reden in dem Spiel. Es ist der Sunshine-Synchronsprech. Die guten alten Sunshine-Tage. Ach, deswegen gibt's Mario Morgana hier. Ja. Das ist das Cinematic Universe. Das wird zu cinematisch. Eieiei, geht der weit nach links. Eieiei, mein Lieblingscharakter aus Super Monkey Ball. Ja, der fliegt zu weit. Das ist jammerschade. Wie schade. Lass mal den echten Golfer-Profi daran. Lass dich meine Hose an. Du auch nicht. Der sieht so aus, als würde ihm gleich der Kopf abfallen wie ein Luigi's Mensch. Ist das etwa ein Waldkönig Buu, der da spielt? Mario-Theorie? Bowser ist Mario-Theorie? Bowser der wahre Held und Peach beutet Yoshis aus? Das war nice, netter Chip-In. Ah! Du machst es mir echt einfach. Dumbatz. Oh. Ja! Ich dachte gerade, die Perspektive heißt, dass man gefuckt ist. Hey! Aber scheinbar war die Perspektive doch noch zu was nützlich. Ist auch zu fest, ne? Oh nein! Ist okay. Der Backspin war sogar... okay, der war nötig. Nevermind. Ich habe den Gegenwind nicht unterschätzt. Ich glaube, der kommt zu kurz. Kann sein. Der habe den Bunker mit dir. Ach, ich komme klar damit. Nur ins Raff. Raff dich mal zusammen. Niemals. Oh. Ja, das Loch habe ich. Dann machen wir es jetzt ganz spektakulär. Aber ich kann machen, Sigi, du musst dir noch ein Loch, das weißt du schon. Muss ich. Oder du gibst da auf im Menü. Geh, dann loch ich hinein. Wo ist das Loch überhaupt? Hä? Achso. Ah. Ich hab's gleich. So. Jetzt musst du noch zwei verkacken und dann ist alles gut. Was habe ich gerade gesagt? Was musst du? Ich hab dir nicht zugehört. Meine erste Medaille. Let's go.
Schande über dich. Oh, da sind wieder zwei Bäume, durch die man durchspielen kann. Hör auf zu schnarchen. Das ist laut. Bin ich das? Nee, aber ich kann so tun. Ich kann gleich durch die zwei Bäume spielen. Let's go. Oh nein. Ich kann gleich nicht zwischen die zwei Bäume schießen. Der Shot war nice. Wasser. Nein, der geht nicht so weit. Schade. Die Bälle rollen im Spiel nicht so weit wie im Super Rush. Aber du kannst doch dazwischen durchspielen. Guck dir diese saubere Kurve an. Die ist sauber. Und mit Persil gewaschen. Nee, ich hab keine Ahnung, Waschmittel halt. Wer juckt sich da für Marken? Weißer Riese. Wolwig. Meister Proper. Für Meister Proper darf man sich jucken. Oh, und das war eine schlechte Idee, für einen Backspin zu gehen. Oh nein, war's nicht. Meister Proper hat mich immer an meinen Vater erinnert. Das fand ich gruselig. Meister Proper ist dein Vater. Sag mal, was soll das? Was ist diese Behauptung? Denkst du, sie spricht nicht der Wahrheit, oder was? Ja. Du musst nach links halten. Nö. Ich dachte, du hast extra so gezielt, dass du... Ja, ich dachte... Ja. Hä? Du hattest gerade mit dem Steuerkreuz nach links gepackt, aber dann nicht nach links gedrückt gehalten beim Schlag. Das hat mich verwirrt. Ja, ich dachte, man... Wie? Wenn man doch... Hä? Nice ball. Sink to win. Nice bird. Bowser stirbt. Yoshi soll gecancelt werden. Ich bin mit einer Kurve über dem See. Sehr riskant. Eigentlich nicht wirklich und überhaupt nicht. Extrem riskant. Ah, der 187 Yards. Das ist lustig, weil... Klär mir den Witz. Ja. Ich hab doch gerade schon gesagt, weil... Klär mir den Witz. Der Witz basiert darauf, dass es im Sonnensystem 178 Fortnite-Killies gibt, die alle schon mal Minecraft-Survival-Games gespielt haben. Der geht sowas von, ja. Ich bin aufs Grün gekommen, aber ob ich den gleich reinmache, ist die Frage. CG. Ah. Tut mir leid. Ich hatte was gesippelt. Das mache ich auch eben. Es war eine Trinkpause nötig. Die Sonne lässt mich verdunsten. Der liegt besser als meiner. Das Loch könnte ich verlieren, wenn ich den jetzt hier nicht reinmache. Und du willst ihn auch nicht reinmachen. Oh fuck, dafür sorge ich schon. Er ist viel zu schwach. Du kannst jetzt Sing einfach reinmachen. Mhm. Eight more Medaillen to win. Ich komm dir langsam hinterher. So, wo ist das Loch? Da ist das Loch. Oh, kein Wind. Das ist interessant. Kein Wind. Ich liebe es, wie der Hintergrund einfach nur irgendein Bild von Bergen ist. Könnte fast aus Mario 64 sein. Josh, wir sind nicht hier, um die Grafik dieses Spiels zu kritisieren. Ich hab doch gesagt, ich liebe es. Was ist daran kritisieren, wenn ich etwas liebe? Das ist eine sehr sarkastische Liebe. Ja, und bei mir ist alles sarkastisch. Gott, das ist wirklich nur ein Bild.
Genauso wie die Bodentextur auch einfach nur ein Bild von irgendwas ist. Ja gut, aber für die meisten Texturen. Aber guck dir das an, das da könnte einfach Uri sein. Ja, ist es ja auch. Wir haben Uri gefunden. Ja, guck mal. Nein, das war schon wieder der falsche Spin. Ah. Er hat mal wieder vom Grün runter. Klar, so den habe ich auf jeden Fall. Easy. Boah, bist du gut. Hab ich doch gesagt. Hallo. Komm schon, Josh. Trau dich. Mach ihn rein. Los. Zu feste. Der wäre drin gewesen. Okay, noch 7 Medaillen. Plus alles, was unentschieden ist. Du musst jetzt nicht mit der Tour wiederkommen. Doch. Mit der Mario Golf Toadstool Tour. Nein, das war der falsche Spin. Oh, Mann. Ja, gut Spiel. Ja, klar. Ich mach's einfach so wie gerade. War zu fest. Ja. War zu fest. Er war gut genug. Versuch was wert. Okay, es steht jetzt 3-2. Du musst mir das nicht immer unter die Nase reiben, okay? Ich kommentiere nur. Außerdem hast du immer noch keine Nase. Die Ornis aus Wind Waker haben Schnabelnasen. Ja, aber wer ist auch ein Orni aus Wind Waker? Das stimmt. Die sind im Vergleich zu denen aus Breath of the Wild ziemlich groß. Du läufst dein Wind Waker Playthrough. Gut. Ist sogar ein Randomizer Playthrough. Cool. Ich habe alle 8 Triforce-Teile gefunden, bevor ich irgendwas anderes überhaupt gefunden habe. Deswegen, es war. Das klingt nach einem Windbreaker Randomizer. Ja. Verbind Internet. Sei mal besser. Zum Glück bin ich auch auf Topspin gegangen. Soll ich die Puffergröße kurz höher machen? Dann erhöht sich zwar der Delay, aber das Spiel dürfte wieder flüssig laufen. Wo steht die denn gerade? Bei 6. Dann machst du sie auf 8. Nein, da war sie vorher. Dann machst du sie auf 8. Okay, probier jetzt mal. Ich hab sie auf 3 gemacht. Wow. Warte. Da war sie die ganze Zeit und jetzt scheint wieder zu gehen. Jetzt hab ich's hinbekommen, yes! Ich lerne aus meinen Fehlern. Ja. Das war so scheiße. Aber ich hab's hinbekommen. Den kannst du sogar reinmachen, wenn du es gut anstellst. Ben. Wer ist Ben? Nein! Das war aber ein nice Birdie. Warum? Jetzt ist ein Loch weg. Oh nein. Boah, ist ja gut, Bowsy. Ich liebe dich, aber trotzdem. Warum spielen wir eigentlich in Uri-Golf? Weiß nicht. Ist doch eine schöne Gegend. Wer kam auf die Idee, fucking Lucky to Falls oder wie die Map heißt, zu Uri zu machen? Nein, das ist Cheap Cheap Falls. Meine ich ja. Das erste Brett hieß Lucky to Valley. Weiß ich doch nicht mehr. Ich spiele das Spiel auf Deutsch. Tust du nicht. Das ist richtig. Nur weil du deutsche Spiele hast. Ich hasse Germanisch. Weg damit. Früher warst du noch anders.
Früher warst du besser. Früher warst du besser, das hast du doch Top 10 Mario Party Listen gemacht. Die ist gut gealtert sogar. Echt? Ich hab die mir heute nochmal angeschaut. Du hast echt für die deutschen Namen verwendet. Das hat mich gewundert. Warum schaust du die Videos von mir an? Vor allem dieses Video ausgerechnet. Weil ich wissen wollte, was deine Top 10 Super Mario Party Minispiele waren. Und was sind meine Top 10 Super Mario Party Minispiele? Munitionsmatte. Munitionsmatte ist wirklich cool. Ich weiß, ich liebe den Artstyle davon. Oh nein, 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 nein! Erinnert mich an Paper Mario Golf. Wasser! Ach. Ach. Ach, darf ich noch eine Ehrenrunde drehen, hä? Halt noch. Drück mal nach was unten ist auf. Drück das mal, drück nach was? Unten, drück nach unten auf das Steuerkreuz. Wie kann der überhaupt da stehen? Ich glaube, wenn du den runterhältst, geht der ein bisschen besser, ja. Wow. Sehr knapp. Ich glaube, heutzutage würde ich tatsächlich nicht mehr das Baseball-Minispiel auf Platz 1 tun. Ich war damals nur sehr fasziniert von den Rhythmus-Minispielen. Die Rhythmus-Minispiele sind aber fantastisch. Das war vor allem das Marschieren. Hallo? Ich glaube, ich sollte die Puffergröße doch höher stellen. Ach, wirklich? Nee, war eine Lüge. Mitten in deinem Schlag natürlich. Wann auch sonst. Hat funktioniert. Gut. Das war eindeutig. Eindeutig, zweideutig. Voll in den Baum. Fairer Weg. Oh nein, was? Du musst mit Spin spielen. Aber Bowser geht nur ganz gerade, glaube ich, wenn du es so machst. Ja, besser als... Der kann literally keinen Spin nach links machen. Warte, muss ich jetzt nach rechts oder links drücken? Du siehst doch da den blinkenden Punkt. Der ist links, also hältst du nach links gedrückt auf den Stick. Okay. Nimm doch einen stärkeren Schläger. Nö. Wow. Guter Schlag, Bro. Genau deswegen wollte ich auch keinen stärkeren Schläger haben. Das habe ich nicht nötig. Oh Gott. Der war nicht gut. Meine Ecke, klar, ich habe ihn noch leicht gerettet, aber... Sagst du jedes Mal. Ja, weil ich halt ein... Weil wir halt in Uri sind. Da kannst du dir nie sicher sein, was passiert. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Warum hat das nur nichts mit Uri zu tun? Und Mitleid. Keine Ahnung, mach einfach. Ja! Nein! Keine Ahnung, mach einfach. Fick dich. Wieso funktioniert das bei mir? Weil du cheatest. Brauch noch 3 Wins. Oh, das war okay, das war viel zu feste. Solange dürfte eigentlich recht einfach zu erreichen sein, aber ich habe einfach nur schlecht gespielt. Schande über dich. Schande auch über dich. Warum? Weil der ziemlich gut war. Ja. Fuck, es regnet ja, ich hätte... Oh. Oh Mann, und du willst mir eine Predigt darüber halten, dass ich nicht auf den Regen halt achte. Ich dachte, bergab mattert viel mehr als ja, der Regen. Ja, komm, nee, hör auf. Hör auf. Oh.
Vielleicht sollte dir einfach keiner von uns beide Predigt über Regen halten. Schnauze, Josh. Ah, die Schnauze, Josh. Geh weg. Geh raus aus meinem Stream. Das ist mein Stream. Ist nicht mehr. Verdammt. Dieser Stream ist Eigentum der Bundesrepublik. Hey Leute. Hammer, Bruderland. Mit Eulen. Ich bin immer noch verwirrt über die Taunts, weil manchmal sind die hoch und manchmal sind die runter gepitcht. Das verwirrt mich. Wie macht man das? War gerade am herumexperimentiert, wie man Taunts pitcht. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, man muss irgendwie schräg auf den Stick drücken, aber so. Meine Position ist auch nicht gut. Das war doch mal ein Schlag. Das war ein nettes An. Danke. Fuck! Oh nein. Meine größte Schwäche. Berge. Wie macht man Taunts gepitcht? Wenn ich das wüsste. Achso, ja, was auch immer. So. Hä? So. Ist das denn ernst? Wieso bist du an die Seite gegangen? Das war gerade. Das war nicht gerade. Das war gerade. Ich brauche jetzt noch zwei Löcher. Ich hab ne Idee. Kann man. Steht es in den Controls, wie man Taunt pitcht? Nö. Change Impact Point? Nö. Cringe. Nicht mal das beste Feature im Steuerungsmenü aufzeigen. Nicht so. Ich liebe es, wie das Wasser einfach rumwobbelt. Das habe ich zum Thema Kritik gesagt. Ich hasse Kritik, also hör auf damit. Oh nein, er ist ein YouTuber. Der geht schief. Oh nee, gerade noch weit genug. Ich liebe es, wie alle Bäume gleich aussehen. Aber der Wind im Himmel ist wirklich lustig dargestellt. Ach, warte, ich habe hier ein Video gefunden. Was für ein Video? Das heißt Mario Golf Toastle Tour Voice Loudern Glitch When Taunting. Ach, das ist ein Glitch, ich dachte, das wäre ein Feature. Für ein Video. Vielleicht während du spanisch. Vielleicht während du Schläger wechselst. Wechsel mal. Nee, funktioniert nicht. Du warst beim 8. Eisen. Der Fairness-Halber muss ich dir sagen. Danke. Wir legen einen großen Wert auf Fairplay. Ja, wir hassen uns nur gegenseitig. Mhm, fick dich. Wir sterben. Du Sohn einer Schildkröte. Du Nase. Verdammt. So. Mal sehen, wie du das übertreffen willst. Gar nicht. Ich hab verkackt. Dieser Punkt geht an mich.
Das ist richtig. Nur noch 3 Punkte. Hören wir darüber rein, dass der Kurs ziemlich langweilig ist. Ja, der ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist wie der erste. Ja. Schlechte Idee, ich gehe im Bunker. Direkt unter einem Baum. Ach du Heilige. Oh nein, hier steht's. Repeatedly press Y and X to change views while your friend turns at a steady pace. Das muss man machen. Also. Siehst du? Da war's. Aber warum? Ich hab keine Ahnung, aber es ist ziemlich lustig. So sind wir stehen geblieben. Willst du zu mir in den Bunker? Meine Nase juckt, warte. Ich dachte, du hast keine. Ups. Ich bin ja eine Eule. Eulen hab ich. Mein Fehler. Dein. Warum ist das so lustig? Keine Ahnung. Hä, hey, willst du ein Baum spielen? Ach, so ein Bullshit. Jetzt habe ich eh verloren. Ich muss immer noch aus dem Bunker rauskommen. Nein, ich habe Auto gemacht, scheiße. Was, du hast ein Auto? Cool, ich nicht. Habe ich wirklich. Wie sieht's mit deinem Führerschein so aus, hm? Reden wir nicht darüber. Hey Josh, wie hast du den Führerschein? Ich hab keinen. Zeig mir mal deinen Führerschein. Ich hab keinen. Das sind deine Fahrzeugpapiere. Hinten im Auto. Welches Auto? Das, was ich eben geklaut habe. Wo? Ja, beim Mediamarkt. Du stirbst! Oh. Ich hab gewonnen. Hast du gar nicht. Das Loch habe ich gewonnen. Ja, so, und jetzt, aber... ja, jetzt gewinne ich mal bei einem Unentschieden. Oh nein! Das hast du aber nicht. Ich wollte für einen Topspin gehen. Ich dachte, ich bekomme Hole in One. Ja, ich brauche das. Wenn du kein Hole in One bekommst. Auf dem Loch ist es durchaus möglich, ein Hole in One zu bekommen, weil wir keinen Wind haben. Mhm. Wir müssen nur perfekt timen. Ist das dieser dumme Lag? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, weißt du was? Geh einfach weg. Drück einfach weg. Weg damit. Du musst Start und Aufgeben drücken, damit wir das hier beenden können. Nein, ich drücke jetzt nicht Start und Aufgeben. Ich will es noch öfter sehen, wie ich diesen Ball ins Wasser schieße. Schau dir das an. Moin, halt echt. Wuppdi-du! Wieso machst du den jetzt nach oben? Um unsere Zeit zu verschwenden, das wird ein 24-Stunden-Stream, das habe ich jetzt beschlossen. Super Top-Stream. So, hier. Jo, Leute, willkommen zu meinem ersten 24-Stunden-Stream. Ich werde von Siege gefangen gehalten. Gott, mach diese dumme Scheiße endlich weg. Ich hasse diesen Kampf. Weg damit! Siege, du musst einlochen, damit das vorbeigeht. Nein! Nein! Das... Weißt du, nein, ich gehe jetzt einfach auf GIF ab, leck mich. So, ich salutiere, ich geb's zu. Ja, übertreib nicht. Oh ja, mit Sub und besser als der Rest. Ja. Okay. Das war eine dumme Stage. Das ist richtig. Die zählt nicht. Okay, ich spiele Mutant Tyrannia. Bleib bei Buzzer. Okay, wollen wir jetzt Skins-Match machen? Was ist das? Compete by Winning Each. Lass mich zu Ende lesen. Das heißt Carry... Was?
Das ist ja im Prinzip wie dasselbe wie Matchplay, nur dass bei Unentschieden die Punkte aufgestort werden und der dann das Loch danach gewinnt, bekommt dann mehr Punkte. Achso, ja, dann machen wir das in Shifting Sands. Shifting Sandland aus Mario 65. Die Wobbi-Waba-Wüste. Die Wobbi-Waba-Wüste. Oh, das war komisch auf den ersten Blick. PD Piranha da einfach zu sehen. PD Piranha für Mario Golf Super Rush. Ja, PD Piranha wird heutzutage gar nicht mehr benutzt. So wie Toadsworth. Die sind einfach gestorben. Naja, sie kam in Mario Golf, Mario Tennis Aces war sie ein spielbarer Charakter und ein Boss. Josh, niemand mag Mario Tennis Aces. Du magst Mario Tennis Aces auch nicht. Doch. Ja, die Switch Station 360X, nein, das ist nur ein GameCube. Ja, Smash's GameCube. Er ist nur ein bisschen alt, deswegen lag zwischendurch mal. Ich mag die Musik. Ich nicht, ich hasse die Musik. Boah, ja. Ich weiß. Es sei denn, ich gewinne, dann können wir nochmal drüber reden. Dann hast du es auf einmal nicht mehr. Geh rein, schade. Geh weg, bleib weg. Hey, du wolltest, dass wir das streamen, nicht ich. Du hast mich gefragt heute. Ich habe gefragt, ob wir es heute machen wollen, aber du wolltest Mario Golf Toadstool durchspielen. Hä? Was redest du da? Ja, das hast du gefragt, ob wir Toadstool durchspielen. Nein, du... Ich hab dich heute gefragt, ob wir heute Mario Golf spielen wollen, aber du meintest letztens, wir sollen Mario Golf Toadstool streamen. Jetzt noch ein. Ich glaube, sie ist schon sein. Du hast deine dumme Nachricht gelöscht und dann habe ich sie rezitiert. Heute am Mario Golf, du so verdammt. Ich schreibe erwischt, du also Lust, Toaster-Tour. Und ich schreibe, meinst du als Stream? Du schreibst ja, ich sag klar. 20 Uhr, 19.30 Uhr, einverstanden. Ich schicke ein GIF von einem Yoshi-Arsch. Ja, aber du hast vor heute vorgeschlagen, dass wir das streamen. Ich habe zugesagt. Was ist mit Vorhaut? Kannst du bitte deutscher reden? Nach dem letzten Mario Party Stream hast du das schon wieder geleckt. Mach den Puffer runter. Ich sagte doch, der GameCube ist alt. Es güldet nicht. So, das Loch schenke ich dir. Hier, bitte. Hast du verdient. Nein. So, da. Ich bin auf 6. Ich liebe es, wie sie keine Hände hat. Das war ein gutes Paar. Ich hab einen GameCube gekauft. Carry over das Points war das, 1. Das war das im Stream. Nice, komm. Wir sind ja nicht bei Shadow the Hedgehog. Der hat unseren lustigen Mario Party 7 Stream gar nicht gesehen. Oh ja, der war lustig und ein Mario Party 7 Stream. Ich hab da übrigens gewonnen. Ja, das ist doch kein Wunder bei Mario Party. Und mein Gott, der war zu lasch. Jetzt flext er damit, dass er es besser kann. Ja, Sigi gewinnt, Sigi. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ich gewinne, Sigi. Können wir darüber reden, dass ich die Wüstenmap aus dem neuen Mario Golf mehr mag? Oh nein! Warum geht der so nicht lang? Die Standard-Maps hat Super Rush echt besser hinbekommen als Toadstool Tour, wenn ich ehrlich bin. Nö. Die Maps aus Super Rush sind langweilig. Ja, und das hier ist besser. Ja. Okay. Hier muss man wenigstens geschickt schlagen, um nicht zwischen die Sandbunker zu kommen. Was macht man bei Super Rush? Man läuft einen Ball hinterher wie so ein Vollidiot. Ich dachte, man läuft in den Sandbunker. Das Sandkastenverbot. Und du wastest jetzt alle deine Superschläge auf dem ersten Loch, oder was? Kann ich wahr. Wir sind auf dem zweiten Loch, sorry. Das war nur... eine Fata Morgana. Wir sind ja in der Wüste. Vater, bist du es? Mein Vater ist Papa? Die Katze aus Persona 5. Ich habe angefangen, Persona 5 zu spielen. Das ist ein gutes Spiel. Ich hab's nicht gespielt. Ich mach nur gerne Jokes drüber. Der Schlag war ziemlich schrecklich. Guck mal, ich bin im Bunker gelandet. Aber ich sag, du sollst Persona 5 spielen. So wie Sebastian ständig zu mir sagt, dass ich Octopath Traveler spielen soll. Ja, aber wer hört auf Sebastian?
Das ist die Sache. Wer ist überhaupt Sebastian? Hat den irgendwann mal wer persönlich getroffen? Ich glaube nicht. Ja doch, du. Verdammt, du hast recht. Ach komm schon, der hätte reingehen können. Warum erinnert mich die Musik so an Mario und Luigi? Ich hab keine Ahnung. Ich vertraue nie wieder der Schwerkraft. Yes. Stimmt zum wenigsten, dass der Bowser-Kurs aus Super Rush gut ist. Ja, außer das eine Loch, wo wir irgendwie komplett falsch gelaufen sind und neu starten mussten. Ja, aber das waren wir, die dumm waren, nicht der Kurs. Und Canyon. Hey, wanna see a Pro-Gamer-Move? Ich spiel voll gegen den Berg. Okay. Ist das BAM. Impressive. Nice, God. Was kommt als nächstes? Okay, weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Nein, ich traue mich nicht. Ich bin Baby Guru Gaga. Das mache ich jetzt nicht. Herr Sig, ich habe mir heute eine vernünftige Mario Party Top-Liste angeguckt. Okay. Weißt du, weil ich weiß, dass es vernünftig war? Teil 6 auf Platz 1 oder natürlich. So. Ist okay. Ist vertretbar. Auf welchem Platz war 4? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach recht weit unten. Dann ist sehr gut. Die Kritiker dafür waren, dass die Bretter kacke waren. Ja, sind sie ja auch. Und nicht nach Brettern aus. Ich glaube, Kai 7 war auf Platz 2. Ist okay. Aber im Ernst, Mario Party 4 hat so scheiß Bretter. Kann man Mario Party 4 als liebstes Mario Party haben? Was? Wenn Mario Party 4 als liebstes Mario Party hat, dem würde ich niemals mein Kind anvertrauen. Hab ich recht, Josh. Der ist cringe, über den reden wir nicht. So prattig daraus. Ja, das Loch hast du gewonnen. Du kannst, du kannst dir zwei Schläge Zeit lassen. Ach so, oh, das habe ich gesehen. Ja, wenn das. Also, wenn er nicht fest genug ist, rollt er wieder runter. Dann hast du noch einen Versuch. Das war ziemlich gut. Monk. Macht eh keinen Unterschied. Jetzt geh rein, ich hab eh verloren. Oh. Ah, dann Triple Bogey! Oh, Josh. Liebe Triple Bogies. Ja, drei Punkte für dich. Wenn es um Münzen geht, da bin ich Experte drin. Oh. Ja, warte mal. Die Musik ist so gut. Danke. Nice shot. Nice shot. Oh oh. Ah, bleib stehen. Wenigstens auch im Fringe. Der geht in den Bunker. Hoffentlich. Nein! Knapp. Nein, der war ziemlich raff. Weil der war gut, theoretisch könnte ich das jetzt einlochen. Theoretisch? Ich hab nur keine Ahnung, wie fest. Oh, das war viel zu fest. Das wollte ich nicht. Du darfst gleich doch mal. Ach nee, ich darf. Nein, so knapp! Das noch gehört mir. Depression. Depressionen sind mein Lieblings-Fortnite. Was?
Der geht sowas von nicht auf Fairway. Doch. Nein, es sind Sammy Ross. 187.1. Nicht das Sammy Ross. Für Fortnite. Eben. Das ist so eine komplizierte Stage. Man muss so viel überlegen. Kannst auch einfach außen rumspielen. Da musst du gar nicht überlegen. Ich kann auch einfach gehen. Oh. Warum ist die Musik hat kein Recht, so gut zu sein, wie sie ist. Da steppt der Bär. Ich liebe steppende Bären. Waren Top 10 steppende Bären in Minecraft Party. Ich hab andere Videos zu machen. Gar keins. Ja doch, Krötenblick auf Super Mario Sunshine. Dass das nicht existiert, wissen wir alle. Ja, wo bleibt denn Nintendo in dem Video, hä? Huh? Das hast du öffentlich gesagt, was ich für ein Video plane. Bekommt eh keiner mit, aber trotzdem. Dr. Yoshi macht ein Video über Nintendo Land seit einem halben Jahr. Und Dino Dolle Fragen kommt auch noch. Dino Dolle Fragen kommt. Niemals. Was? Hashtag Dino Dolle Fragen. Auf Twitter nutzen. Was? Und ein Coupon und 3 Euro gratis beim Checkout erhalten. Was? Oh, die Runde geht an mich. Das ist richtig. Der mit den Scheinen. Das sind aber Mondmünzen. Die tausche ich gegen Scheine ein. Dummer Schlag. Nettes Arsch. Gegen Scheinsprites ein. Ich habe Mario Sunshine schon sehr oft zu 100% gespielt. Das ist eine Sache, auf die man stolz sein kann. Das ist sehr traurig als eine Sache, auf die man stolz sein kann. Es geht hier im Spiel um das schlechteste Gamecube-Spiel aller Zeiten. Das stimmt gar nicht. Das steht aber in deinem Skript so. Das stimmt nicht. Doch, das soll ich sagen. Du hast kein Beweis. Ich werde einfach mal Mario RPG-Video zeigen. Aber da hört man das nicht. Doch, da hört man das. Scheiße. Nein, ich muss es löschen. Ich kann sagen, ich hab Galaxy 100% zweimal und 21 Sterne. Ich hab Galaxy... Galaxy ist overrated. Ich hab Galaxy auch mal zu 100%... Ich hab Galaxy sogar mehrmals zu 100% gespielt, aber... Nein, das ist eine Lüge. Ich hab's nur einmal wirklich zu 100% gespielt. Aber ich bin Lust Satan, hatte. Weil ich Sunshine zu 100% spiele. Ja, weil Galaxy echt viel Spaß macht. Nein, tut es nicht. So, ich hab's jetzt gesagt. Okay, du ich hast recht. Ich hab's gesagt. Kommt doch zu mir. Haut mich. Ja gut, Voll das Einzige, mich. Was Spaß macht, ist Galaxy 2. Eben. Ist viel besser. Galaxy 2 ist auch besser. Scheiße. Nein. Bunker. On stream? Das war das streamt? Dann muss ich ja gleich mal ein Follow da lassen. Bitte nicht. Hey, das war das. Wann Mario Party Stream? Den habe ich viel zu lasch gespielt. Oh, der liegt auf dem Waste Trick. Area. Im Ödland. Ziemlich öde. Ich wollte keinen Backspin machen. Und du gehst ins Aus. Das ist out of bounds? Das ist ob. Steht da doch. Oh nein, jetzt struggle ich gerade komplett. Mach denselben Schlag nochmal. Sicherlich aber auf Englisch. Wie stellst du die Kamera ein? Wie stell ich die Kamera ein? Das Spiel macht es. Boah, spin halt nach links, meine Güte. Dann hast du es viel einfacher. Du musst auch nach links halten. So, egal. Auf. Bis du dieses Spiel begreifst, ist, hat Deutschland gutes Internet, keine Ahnung. Oh, du bist auch Waste Area.
Also das Spiel ist auf Englisch? Ich hasse Englisch. Du spielst alle deine Spiele in Englisch. Auf Englisch. Hör auf. Hör auf. Ich will meine Aussprache lustig zu machen. They hated him because he told the truth. Oh Gott. Ah, jetzt verkackst du auch. Das ist richtig. Wenn du gegen die Wand schlägst, bekommst du 3 Sterne. Warum ist das noch das Schwerste überhaupt? Ja, komm schon. Trau dich. Trau dich doch, was richtig zu machen, Dr. Yoshi. Los? Du bist doch der Golfprofi hier. Hab was richtig gemacht. Aber ich muss das noch machen. Du musst noch einlochen. Na dann. Dann machen wir das noch mal. Ich lurke mal. Viel Spaß beim Lurken. Das kann ich mal alle Zeit der Welt lassen. So macht Golf mir Spaß. Keine Gegner. Und 100 Mal das Loch verfehlen. Plus 6, sag ja. Plus 6 ist ein guter Score. Besser als deiner. Gott, so viele Punkte. Du gewinnst mal, das ist erstaunlich. Was soll das denn heißen? Ja. Gaha? Gaha? Oh fuck, ich hätte nicht auf den Supertopf gehen sollen. Ey, nein, kein Sand. Das ist semi-rough. Das ist nur semi-rough. Zum Glück. Mann, ich sehe, wo der hinfliegt. Kacke. Ah, oh, der ist echt nicht bad. Du sagst immer, dass die Schläge kacke sind. Sind sie auch meistens, wenn sie von mir kommen. Oh fuck, ich hätte für den Super Backspin gehen sollen. Hahaha. Das war zu lasch. Sing to win. Sing to win. Nettes Vögelchen. Piep, piep, piep. Ich kann auch gewinnen, ich muss nur irgendwie jedes Loch gewinnen. Ja. Guck mal, Schmiedi, da ist eine Pyramide. Ja, das ist die Wobbiwaba-Wüsten-Pyramide. Ja, das Klepto. Der Wobbiwaba-Wüsten-Klepto. Ich sehe, wie das Hintergrundbild einfach nur Wüste von PNG ist. Wobbiwaba-Wüste-Wüsten-PNG. Wobbiwaba-Wüste ist irgendwie Zungenbrecher. Jedes Level in Mario 64 ist Zungenbrecher. Ja, das muss man dem Deutschen zugutehalten. Die benutzen sehr oft Alliteration, was mich sehr erfreut. Jeder liebt Alliteration. Vor allem die deutsche Übersetzer von Super Mario 66. Du kannst mir nicht sagen, dass irgendeine Person auf dieser Welt Alliteration nicht mag. Wenn ja, dann sind diese Personen keine Person für mich. Oh, dieses Geräusch ist so eklig. Kannst du nochmal dieses Mayonnaise-Geräusch machen? Ja, genau das. Oh, hör auf damit. Ich klatsch lieber. Das ist so unbehaglich. Hä? Bonk. Wow. Auch in den Bonker gekommen. Ich erinnere mich so sehr zusammen durch die Zeit, dieser Song. Mich nicht. Der Sound ist gut, ich mag ihn. Nein, ist er nicht. Hi. Hi. Hallo. Nein, ich schlage meine Ehefrau nicht. Wir klatschen nur gemeinsam.
Sing to tie. Es war ein Tai. Ich mein, Tai ist auch fein. Ich muss nur ich muss nur gewinnen. Irgendwann. Ja, versuch's. In den ganzen doch, ne? Carry-over Points. Ah. Wieso Sound ist so gut? Was soll das überhaupt sein? Ich habe absolut keine Ahnung. Lande einfach vor der Säule da, bitte. Nein. Nein, 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 nein. Ganz knapp. Ganz kritisch. Oh, der geht in den Bunker. Oh, gerettet. Irgendwie. Ja, auf den Backspin gehen sollen. Oh, was? Du stehst in der Säule drin, alles gut. Das sieht überhaupt nicht falsch aus. Warum ist dieser Schlag so kacke? Weil du in der Säule drin stehst. Hey, ja und? Aber der Ball ist neben der Säule. Ja, aber der liegt schräg. Vielleicht klappt's mit nach dem Ball höher spielen. Das sagst du so leicht. Du kannst es wenigstens mal gucken. Das ist tiefer spielen. Nee, macht keinen Unterschied. Ach. Cool. Ich wollte einen normalen Backspin machen. Wieso hast du denn A gedrückt? Weil ich eine B-Drück-Inkompetenz habe. Ah, glaub ich dir. Ich wundere, dass du so auf manuell schlägst. Warum? Weil du dafür B drücken musst. Ja, komm schon, der war zu feste. Ich fühle den Beat. Hä? Okay, mein Loch. Da bekomme ich die 2 Flomp-Medaillen. Oh, hier, warum gibt es hier keine Insel, wo man hinspielen kann? Schlechtes Game Design. Game Design! Habt ihr es gehört? Josh hat's gesagt. I said the funny thing. Only 90s kids remember. Da bin ich nicht mein 90s Kid. Ja. Plot Twist. Leider auch nicht. Triff den Klepto! Fuck, ich wollte den Klepto treffen. Kann man die treffen? Ich hab keine Ahnung. Schaltet man dann Klepto frei? Bestimmt. Lass das. Ich habe auf R gedrückt, ich wusste nicht mal, dass er diesen Taunt macht. Oh, warte, warum geht der jetzt so weit? Nee, ja, der geht doch voll gut. Ja, Tiefenwahrnehmung und so, das ist ein Problem bei mir. Das ist bei jedem. Was? Okay. Gut. Oh, unentschieden. Das heißt, im nächsten noch geht es um 2 Punkte. Ja. Ich würde sagen, der Modus ist viel spannender, weil man einfach, unentschieden das Unvermeidliche nur herauszögern. Ja. Es gab doch hier irgendein Loch, wo es irgendwie so einen Geheimgang gab, der noch durch den Canyon führt. Ein Geheimgang? Keine Ahnung. Ich erinnere mich schon noch an das eine Mal, als wir es über Parsec auf diesem Kettenhundbrett gespielt haben. Das war eine Vollkatastrophe. Auf dem Pilzkönigreich-Loch, ja.
Das nicht wegen Parsec, sondern auch wegen Kurs. Ich sag immer Brett. Keine Ahnung warum. Bei Mario Party. Aber das war deprimierend von der Leistung her. Yeah. Überfordernd. Aber der Kurs ist wirklich gut. Du kannst so viel Scheiße dran stellen. Warum mache ich alles falsch? Auch falsch. Das war ein nettes An. Ah, diese Schrägen, die macht mich so wahnsinnig. Ja, Schrägen. Sind was Schlimmes. So. Aber der Schlag war recht gut. Ja. Ist jetzt eifersüchtig. Zu feste. Der wäre gut gewesen, aber er war zu fest. Das heißt, du bekommst jetzt die ganzen Punkte. Wow. Habe ich damit schon verloren? Wart erstmal ab. Wart erstmal ab, Gottverdammt. You make me sick. Nice bird. Oh, das ist ein sehr starker Wind. Ich mag den Sound. Ich sehe, was du da treibst, Josh. Das Loch. Gott, wie soll man das putten? Oh, das wird schwer. Ich glaube, du hast gewonnen. Yes! Endlich! Der Triumph! Wir machen trotzdem noch die restlichen Stages. Da kam man so durch. Da war ja, durch, deswegen habe ich so weit gespielt. Ich habe gehofft, auf das Grasfeld da zu kommen. Okay. Warte. Auf mich zu schlagen. Was? Hallo. Die Geräusche sind gar nicht vom Spiel, die sind von echt. Die sind gerade neben mir und so. Au, Josh. Autsch. Mir Mario. Tut doch weh. Das könnte man out of context nehmen. Das ist ja was Neues für den No-Context Ziggy Plosion Account. Ich weiß das Passwort von dem gar nicht mehr. Ich schaue da alle ein paar Monate mal drauf und retweete irgendwas. Tust du das wirklich? Ja. Oh scheiße, scheiße, bleib weg. Du. Ja, das funktioniert nicht. Wenn du Eier hast. Hab ich nicht, bin eine Pflanze. Touché. Wenn ich diese Golfparty gewinne, musst du als Bestrafung mit Facecam streamen beim nächsten Mal. Nice.
Ja klar, das glaubst du auch selber nicht. Ich hab nicht mal eine Facecam. Doch. Kaufst du mir eine? Ja. Das ist nett. Zum 21. Geburtstag. Josh, wir werden nächstes Jahr 20. Wir werden bald sterben. Verdammt. Und ja, ich habe jetzt den Alter geleakt im Internet. Mein Alter ist öffentlich, glaube ich. Sag ich ja, ich hab's. Glaube, ich hab's in meiner Twitter-Bio. Eben. Komm. Warum gehst du nicht rein? Ich hab doch schon verloren, aber. Warum gehst du rein? Zumindest ein paar Punkte will ich noch haben. Sind noch 5 Löcher, ich kann literally nicht mehr aufholen. 4 Löcher. Ja, aber es geht doch um den Spaß. Ja, als ob du Spaß hattest davor. Klar hatte ich Spaß davor. In welchem Stream mit dir habe ich bitte keinen Spaß? Guter Punkt. Was? Nein, hör auf. Warum ist die Musik so gut? Diese frage ich ständig, warum die Musik so gut ist. Die Musik ist echt gut. Warum ist sie so gut? Ach, du traust dich was. Komm schon. Oh, wow! Ich hätte nicht für einen Superbackspin gehen dürfen. Dafür einen Respektpunkt auf deinen Nacken. Wie im Grand Theft Automobil. Monk. Was? Hä? Du hast ja nicht mittig getroffen, deswegen ist der ein bisschen woanders hingegangen. Oh, Mann! Ich dachte, der Berg spielt wieder Tischtennis mit dir. Das heißt Ping-Pong. Weiß es nicht. Glückwunsch. Dab! Bei 10.000 Likes dabbe ich live on stream. Kaufe eine Dream Maske. Go! Do it! Do it! Huch. Wer downloadet da gerade sich das neue Minecraft-Update? Ja, Josh, wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich? Hallo? Dein Ping ist gerade auf 100 irgendwas. Wie mein Ping? Jetzt ist ja wieder normal. Okay. Ich meine, du sitzt neben mir, dein Controller spinnt nur. Ich sag ja, unser GameCube ist etwas alt. Ja. Ja, ein paar Jahre auf dem Buckel. Der stammt doch aus der Nachkriegszeit. Damals, 1907, unser GameCube hat im Krieg gekämpft. Nicht nur seine Familie, sondern auch seine Kopie von Metroid Zero Mission verloren. Metroid Zero Mission? Ja, unser GameCube besaß Metroid Zero Mission in OVP. Mhm. Den jetzt Verlust muss man erstmal hinnehmen. Er hat es immer gern über seinen Gameboy Player gespielt. Wer nicht? Ich hatte nie einen Gameboy Player. Ich hatte nie einen GameCube. Ich habe nur einen Gameboy Player für das SNES. Aber ich spiele nicht auf meinem SNES. Warum sollte ich? Weil das ein SNES ist. Voll Retro. Ein SNES. Ein NES. Mein Lieblingscharakter aus Erdgebunden für den Nintendo GameCube.
Oh Gott, was ist das für ein Kurz? Das wird nix. Wie, das wird nix? Na, es ist windig. Ja und? Okay, vielleicht wird's doch was. Warte, warum ist ja das... Egal. Egal! Du hattest mich nach dem Hallo. Hallo. Egal wo du warst und wieso. Das wird nix. Das ist richtig. Wunderschön in den Bunker gesammelt. Wie ein wahrer Gentleman. Wie ein wahrer Semmelman. JK, ich sag Brötchen, wie jeder normale Mensch. Okay, ich mach jetzt einfach so. Sagst du, wie sagt man bei dir zu Pfannkuchen? Pfannkuchen, einfach nur Pfannkuchen? Natürlich. Eierkuchen, Palaschinken? Pfannkuchen. Weil Josh sagt Palaschinken, das akzeptiere ich nicht. Den isst man nicht mal mit Schinken, glaube ich. Ja, deswegen ist es ja auch ein dummer Name. Sag ich Pfannkuchen, aber weißt du, was eh besser als ein Pfannkuchen ist? Crepe. Berliner? Okay. Sag ich Berliner. Crepe ist besser. Das sind diese dünnen Pfannkuchen. Für die Unwissenden von euch. Ach, wirklich? Ich hab so einen Crepe-Maker zu Hause. Ich mach die manchmal selbst. Ist ziemlich lecker. Und du hast mir noch nie ein Bild davon geschickt? Ich schick dir ein Bild. Weißt du eigentlich, worauf unsere Freundschaft aufbaut? auf dumme Jokes? Nicht nur das, über selbstgemachtes Essen von dir. Jetzt flaggen. Wann machen wir einen Crepe-Stream? Oh Gott, bitte nicht. Welche Kamera hab? Ich glaube eine von Marino. Aber der ist doof. Ich hab gehört, der hat einen Spiegelreflex. Ich hab gehört, der hat unseren Mario Party-Stream abgelehnt mitzumachen. Das ist wahr. Schande. Aber immerhin hat er mir auf Discord geantwortet. Etwa fast die wenigsten von sich behaupten können. Mir hat er auf Telegram geantwortet. Wenn das so läuft wie das Curry, dann viel Glück. Als Sketch Slammy. Klar, dann kommst du auch. Wahrscheinlich einfach schon die ganze Zeit da gewesen. Fortnite gedöns. So schlecht war das Curry jetzt nicht. Wir haben es nur wirklich dumm angestellt. Ich sag dir, mit uns beiden zu kochen, das ist ein Erlebnis. Ich glaube, das will ich niemals machen. Doch, das willst du. Und du darfst es ruhig onstream zugeben. Ich enthalte mich da mal. Es ist deine Pflicht zuzugeben, dass du mit mir kochen willst. Ich will mit Sammy kochen. Hast du es gehört? Er will mit mir kochen. Nicht mit dir. Wir haben Reis angebrannt, mehr sage ich nicht. Lecker Feuer. Der Reis hat sehr stark am Topf geklebt. Aber wenn du schon mal hier bist, ich habe Wind Waker weitergespielt und müssen es klären, der Helmacher King, Top 5 Vögel in Videospielen, sind wir uns da einig? Welcher Boss? Der Helmarock King. Wer ist das? Der Vogel. Heißt der nicht Maskenkönig? Ach, Englisch ist ja wahrscheinlich anders. Der Helmarock King, Josh. Der Helmarock King. Als ob ich englische Zelda-Bossnamen kenne. Josh, Helmarock King. Okay. Klepto ist in meinen Top 10 Mario-Vögeln. Yeah. Auf Platz 2 sind die Tauben aus Bowser's Fury. Wer ist auf Platz 1? Bowser mit Flügeln ist eine gute Wahl. Wie viele Bretter haben... Wie viele Kurse haben wir jetzt noch? 3. Ne, 4. Echt? 4 eigentlich. 4. Aber der eine besteht nur aus Paar 3. Der ist doof. Warte, mach mal grad. Wir streamen schon seit fast 2 Stunden. Ja, mach trotzdem kurz. Ich will mir kurz die Bretter anschauen. Noch schnell, grad. Star Yoshi. Star Bowser. Doubles? Oh, damit ist das Koop-Modus. Nein, das machen wir nicht. Ringe. Was ist Coin Attack?
Complete by collecting coin. Warte, das haben wir gerade gemacht. Nee, das haben wir nicht gerade. Wir machen das. Nee, machen wir nicht. Ja, keine Ahnung, halt. Side Games. Mach einfach nochmal Match oder Stroke Play. Ja. Ich dachte, das sind 8 Kurse. Dann hätten wir jetzt nämlich noch einen machen können und im nächsten Stream dann die anderen 4. Wir können auch den da machen. Warte. Nein, wir eben. Was? Den da, der ist echt kurz. Die anderen Kurse sind halt schwerer. Achso, dann machen wir die noch. Nur Front ist freigeschaltet, okay. Der besteht nur aus ein paar 3 Löchern. Achso. Ist einfach ein Baum. Okay, das war ein schrecklicher Schlag. Nevermind, der war actually gut. Willst du mich eigentlich verarschen? Die Musik ist auch cool. Es war so ein schrecklicher Schlag. Nevermind. Oh, okay. Gerade Linie. Nicht ganz. Mit einem Dings. Musst du nicht an die genau andere Seite zielen? Ja, aber da geht's ja ein bisschen nach rechts. Ne, warte. Top 10 angebrannte Reis in Videospielen. Na. Warum spielen? Okay, das sind nur die ersten 9 Löcher, glaube ich. Ich glaube, schalten wir dadurch dann die letzten 9 frei? Wenn ja, können wir dann ja beim nächsten Mal machen. Das Brett verwirrt mich. Boom, boom. Eigentlich sollte alles freigeschaltet sein. Das verwirrt mich auch gerade. Wenn du es wagst, ein Hole-in-One zu schlagen. Ich sag's mal so, auf dem Kurs ist es nicht unmöglich. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich liebe meinen Gesangsverein. Ich war mal in einem Chor, das war ein Erlebnis. Echt, ich nicht. Ich war mal im Flötenunterricht. War das auch ein Erlebnis? Nein. Da war ich irgendwie 5 Jahre alt, deswegen kann ich mich ja nicht viel erinnern. Ich wurde quasi gezwungen. Du Flöte. Da waren nur Mädchen im Unterricht. Dabei gibt's doch nur ein Mädchen, das du tolerierst. Ja, das bin ich. Nicht. Wow. Okay, unentschieden. Warum klingt der wie ein Schwein? Ja, das war die Feste. Okay, pass auf. Nice shot. Netter schon. Netter Schlag. Yeah. Der war nice on. Der ist gerade. Na toll. Ich glaube, der ist noch ein bisschen zu lasch. Nein, passt. Ich hab den gerade auf den Fleck. Ich glaube, mein Ball ist ein bisschen zu lasch. Mein Ball ist lasch. We take those. Ich würde sagen, der Stelle beendet den Stream. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, euer MC Marokko. Gegen den Baum. Das wäre lustig gewesen. Ach, Bowser, warum? Ach. Ja, du musst den flacher spielen, glaube ich. Also nach oben den Ball packen. Warum nach oben? Steuerkreuz hoch. Warum? Weil du dann flacher spielst. Ne, passt nicht. Hä? Alles gut, mach wie du meinst. Ja, deswegen... Bowser ist zu stark. Ich glaube, wir hätten nicht auf Star-Charaktere für diesen Kurs gehen sollen. Ach,
wäre eine gute Idee. Wieso hältst du jetzt nach unten? Ja, weil... Du hast ihn doch vollkommen anders eingestellt. Nein, habe ich gar nicht. Guck doch, wo der Kreis ist und wo dein Punkt ist. Das warst du. Ich hab doch alles im Griff. Merke ich. Siehst du? Danke für den Win. Nö. Du Mogelpackung. Ich bin eine Packung Mogel. Hanti hat mich unter einem deiner Tweets als Mogelvogel bezeichnet, nur weil ich ein Mario Party gewinne. Hä? Aber Mogelvogel ist eine ziemlich lustige Bezeichnung. Ich wünschte, ja, ich wäre ein Mogelvogel. Das war nicht nett von ihm. Bam, bam, bam. Wie nennt er mich als nächstes? Koriogel? Ich weiß, ich kenne nur Oricorio. Du mit deinem englischen Namen. Pinshot. Wie in Binding of Isaac. Oh Gott, den Joke habe ich nicht schon gebracht. Hey, Leute. Wann spielen wir wieder Isaac? Nope. Das ist Feste. Nee, nicht. Ist er nicht? Hör auf! Ist er nicht, sorry! Mann, ich denke, ich kann das Spiel berechnen, kann ich aber nicht. Ja, du kannst es denken. Du kannst nur Yoshi sagen. Soll ich wieder Mutant Tyrannia rausholen? Nein. Der Mayonnaise-Sound. Nein. Ich weigere mich. Was? Wo bin ich? Im schweren Rough. Ja, und warum schlägst du so perfekt? Weil ich viel weiter nach links gezielt habe. Hast du gar nicht. Hab ich wohl. Was? Aber der Wind! Chip in. Ich hab gewonnen. Hast du nicht. Doch. Oh! Sehr schön, sehr schönes Photoshop, Doktor. Wenn wir unentschieden machen, dann gewinne ich. Nein. Du machst es richtig. Ein Sieg im Stream ist mir genug. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Oh Gott. Man muss ja viel weiter nach rechts sehen. Holy shit. Ich glaube, das ist nicht weit genug. Doch. Ja gut, doch, bei dir könnte es sogar passen, weil der Ball stark verzogen ist. Nee, nicht mal. War okay. Und jetzt zack. Und er ist fast drin. Nice shot. Chip in. Nice bird. Good game, Siggy. Gut gespielt, ganz ehrlich. Verzogen. Ja, komm. So, liebe Leute, das war das Spiel. Da ich kann nicht lesen, lest einfach selber. Warte, wenn wir noch eine Minute warten, dann sind wir auf genau 2 Stunden. Mein Live-Counter sagt 1:58, jetzt 59 an. Also, wenn wir noch eine Stunde durchlabern, dann könnten wir es tatsächlich schaffen. Hey Leute, wollt ihr wissen, wie man Golf spielt? Noch eine Minute müssen wir durchschalten. Das wäre so satisfying, wenn wir ihn bei 2 Stunden anhalten würden. Wie funktioniert denn Wind? Lass uns das mal angucken. Wind? Ich kenne mich leider nicht mit Wissenschaft aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Tod einfach Gott ist. Wind! Aua. Mach das nicht wieder. Wind affects the flight of any ball you hit into the air. Lass das. Ich habe Angst vor dir. Es schmerzt. Es schmerzt. Noch 20 Sekunden. Da muss lange Statistik haben. In den nächsten 20 Sekunden bekommen wir noch 4 Zuschauer. Es ist nicht schön. Kommt mal Albatross. Niemand hat einen Albatross hier bekommen. Was ist ein Albatross? Speedgolf. Ist ja voll fake. Ist
Speed Golf gab's schon. Das war nur, warte mal. So, jetzt können wir beenden. Was ist Speed? Ja, ich will nur gucken, was Speed Golf ist. Achso, ja. Mach. Der muss wahrscheinlich so schnell wie möglich den Ball einlochen. Wahrscheinlich. Aber ich will nur, dass wir jetzt schon Speed Golf hatten. Anyways, ich bedanke mich vierfach fürs Zuschauen, aber nur vierfach, weil ich alle anderen Zahlen hasse. Ja, nee, jetzt müssen wir noch bis 3 Stunden warten. Ich meinte, herlaufen darf ich. Ach, egal. Okay, ist einfach wirklich nur Zeit. Ja. Okay, bis dann und tschüss oder so. Auf Wiedersehen.